Ich liebe den Digimon-Anime. Ich finde eigentlich, dass so gut wie jede Staffel extrem gut gealtert ist und man sich diese auch heute noch richtig gut ansehen kann. Aber so sehr ich die einzelnen Staffeln auch liebe, muss man ehrlich sein, dass es darin sehr viel Müll gibt. Und als großer Fan von CinemaSins schauen wir uns einmal alle Fehler im Digimon-Adventure-Anime an. Ach, und nebenbei, falls ihr sowas cool findet, ich habe zeitgleich zu diesem Video genauso ein Video zum Yu-Gi-Oh!-Anime auf meinem Anime-Kanal hochgeladen. Das heißt, wenn ihr darauf Bock habt, schaut doch gerne mal vorbei. Als allererstes möchte ich demjenigen danken, der sich dafür entschieden hat, dass wir in Deutschland eine deutsche Version des japanischen Intros bekommen haben. Dadurch wurde uns erspart, mit diesem widerlichen Digi-Rap aufzuwachsen. Ja, den gab es dann auch bei uns im Digimon-Film, aber lieber einmal als jeden Tag bei einer neuen Folge. Wisst ihr, so gern man als Kind auch auf Bäume geklettert ist, so waren eigentlich immer alle Erwachsenen unglaublich besorgt, dass man sich verletzt. Also wieso lässt irgendein Aufpasser diesen Jungen einfach im Baum schlafen? Eine falsche Bewegung, der ist tot. Ah, wo bin ich denn? Träume ich oder wache ich? Hilfe! Ich habe keinen Plan, was dieser Satz bedeuten soll. Und TK war einfach spontan beim Friseur, um seine Haarfarbe zu ändern. Chillig. Mein Gott, Tokomo macht mir mit dem Gesicht immer wieder Angst. Das hat mich als Kind schon bereits komplett schockiert. Ich habe nie verstanden, warum eine Zwiebel zu einem Vogel wird. Ach, hier hatte Pokémon damals seine High-Quality-Animation her. Ich wusste doch schon immer, dass Pokémon eigentlich die Kopie ist. Was sind das eigentlich für Kinder in dieser Serie? Erstmal sind das absolute Überlebensexperten, wissen, wie man angelt, werden über offener Flamme Essen zubereitet und sie versuchen, Sternbilder zu erkennen, um herauszufinden, wo sie sind. Bro, die einzigen Sternbilder, die ich kenne, sind die aus Fairy Tail. Holy shit, warum hat Agumon die glühenden Augen des Todes? Okay, diese gesamte Szene macht überhaupt keinen Sinn im Deutschen. Hier erzählt Matt Tai, dass TK und seine Eltern sich haben scheiden lassen. Dann rennt er plötzlich weg, wir sehen, wie Tai zu Agumon geht und plötzlich spielt Matt auf der anderen Seite des Ufers seine Mutter Monika. Kein Plan, was im Original auch so war, aber ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Matt, es ist alles nur meine Schuld, es wollte mir helfen und nun passiert sowas. Hey TK, ich finde deinen Bruder auch echt nervig, aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als S bezeichnen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Matt und Tais Digimon immer fast gegen die gleichen Gegner digitiert sind? Shellmon und Seedramon sind beides Meeres-Digimon, gegen die ihre Digimon aufs Champion-Level digitiert sind. Agumon ist das erste Mal gegen Etemon auf sein Ultra-Level digitiert. Und auch wenn Gabumon das allererste Mal gegen Digitamon aufs Ultra-Level digitiert ist, hatte er einen eigenen Kampf auf dem Ultra-Level gegen Myotismon. Und sowohl Myotismon wie auch Etemon waren die beiden Hauptantagonisten ihres eigenen Arcs. Und natürlich sind beide zusammen aufs Mega Level gegen Venom-Myotismon digitiert. Ist bestimmt ein Zeichen dafür, dass die beiden eine tiefe Verbindung haben, aber doch so verschieden sind. Oder ich laber gerade in irgendeinem Müll, um das Skript zu füllen. Ich halte beides für gleich wahrscheinlich. Scharf erkannt, Meramon. Hast du studiert, um das zu erkennen? Junge, das wird alles so dramatisch dargestellt. Biomon, das Meramon kommt mit Schrittgeschwindigkeit auf dich zu. Du bist ein Vogel. Flieg weg. Sehr gut, Leute. Ihr seht, wie Meramon wächst, nachdem es von Biomons Flammen getroffen wurde und ihr nutzt noch mehr Feuer, um es anzugreifen. Wo sind die 1000 IQ-Kinder aus den letzten Folgen hin? Ist euch schon mal aufgefallen, dass das Gesicht von Birdramon aussieht wie das von einem behinderten Pferd? Wollt ihr mich verarschen? Meramon hat doch gerade alle Flammen absorbiert. Wieso wird es jetzt durch die Meteorenflügel besiegt? Das sind buchstäblich brennende Kugeln, die Birdramon da abschießt. Wo zur Hölle war Andromon eigentlich im Kampf gegen Devimon? Das Ding ist ein Ultra-Level. Und klar, Devimon wurde als sehr stark in der Serie dargestellt. Aber als ob Andromon nicht mit dem zumindest hätte mithalten können. Moment, diese uralten Inschriften, die seit was weiß ich nicht wie lange schon existieren und die ganze Fabrik betreiben, können einfach erneuert werden, wenn man die nachmalt? Was haben die benutzt? Den legendären Edding der Urahn? Junge, das habe ich nicht geschnitten. Das war so in der Serie. Hilf mir, Matt! Bro, ein Tipp. Bleibt nicht stehen, wenn der Killerroboter seine Raketen aus seinen ausklappbaren Brüsten schießt. Warum können Matt und Tai eigentlich plötzlich einfach so digitieren? Bis letzte Folge hatten die noch Probleme damit und es musste immer erst jemand in Lebensgefahr sein. Ich finde es cool, dass Tentomon das erste Mal digitiert, weil Izzy Daten mit seinem Laptop verarbeitet. Denn auch wenn hier die Wappen noch keine so große Rolle spielen, spielt es einfach perfekt das Wappen des Wissens von Izzy wieder. Besser als jedes andere Digimon, was einfach aufs Champion-Level digitiert, wenn der Digi-Ritter in Gefahr ist. Am Anfang ist das ja okay und sobald es die Wappen gibt, ändert sich das ja auch, weil die Digi-Ritter die Charakteristiken dieser widerspiegeln müssen. Aber Abwechslung wie diese ist einfach zu selten am Anfang. Holy shit, was war das denn? Der hat ja wirklich keine Augen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Monster Emon ein riesiger Bär ist?
riesiger Bär ist, der Mimi Süße nennt und kleinen Kindern hinterherrennt, um ihnen seine Spielzeuge zu zeigen und sie mit seiner Liebesattacke angreift? Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ach so, ich wusste jetzt nicht, dass man auch digitieren kann, wenn man sich beim Kacken besonders anstrengt. Aber Leomon und Orgrimmon sind eigentlich Feinde. Ey, so ziemlich jedes Digimon, auf das ihr trefft, soll angeblich ein gutes Digimon sein. Und dann seid ihr überrascht, weil es böse ist, da es von einem Zahnrad besessen ist. Wieso wundert sich hier irgendwer noch darüber, dass irgendein Digimon böse ist? Aber ich kann sie immer noch vernichten, wenn sie müde sind. Bro, die Digimon sind gerade zurückdigitiert, weil sie keine Kraft mehr haben. Die sind müde. Du kannst sie jetzt killen. Devimon hat die Betten doch kontrolliert, um sie fliegen zu lassen. Wieso lässt er dann Tais Bett neben ihn abstürzen, damit er an sein Digivice kommt? Dadurch wurde Leomon nur von Devimons Kontrolle befreit. Moment mal, wo kommen jetzt die Klamotten von Tai her? Leomon hat nur ihn und Agumon von der Insel geschubst, um sie zu retten. Und da hatte Tai die noch nicht. Ist das jetzt so ähnlich wie bei Sonic, wo alle plötzlich so Chaos Emeralds aus ihrem Arsch ziehen können? Agumon hat gerade Tais Hose verbrannt. Warum ist die heile? Jetzt mal im Ernst. Ich hasse Matt als Charakter so sehr. Jede einzelne Szene mit ihm ist einfach nur anstrengend. Egal, was irgendwer sagt, er redet es schlecht, hat selbst dumme Ideen, wie im fucking Eiswasser zu schwimmen, um die andere Insel zu erreichen, viel Glück damit, du Idiot, und fängt selbst immer wieder den Streit an. Und das ändert sich einfach nicht, egal wie weit die Serie noch voranschreitet. In Try und in Kizuna ist der Typ erwachsen und verhält sich immer noch wie ein Dreijähriger. Tai und alle anderen machen eigentlich echt eine Charakterentwicklung durch und entwickeln sich immer weiter und Tai wird wirklich zum Anführer. Aber weil sich diese Diva immer über andere stellt, müssen wir immer und immer wieder das gleiche Problem durchkauen. Wir müssen zusammenarbeiten, um zu gewinnen. Ich bin aber ein Edgy-Edge-Fucker und will nicht. Aber wir müssen, Matt. Okay, du hast recht, kommt nicht wieder vor. Und dann kommt es wieder vor. Warum zum Fick hat der Typ das Wappen der Freundschaft, wenn er als Einziger die gleiche Lektion 10 Millionen Mal neu lernen muss? Falls ihr es nicht gemerkt haben solltet, ich finde Matt scheiße. Hey, guckt mal, Garurumon hat den Knochen gefangen. Versteht ihr? Weil es ein Hund ist. Holy shit, warum ist Mojiamon so klein oder das Zahnrad? Und seit wann ändert sich die Größe der Digimon mit dem Zahnrad? Das ist noch nie vorher passiert und passiert auch nie wieder. Guckt ihn euch an, der ist so groß wie Agumon und Gabumon. Ein richtiges Plüschtier. Das Rad steht still. Nein, es dreht sich in eine andere Richtung. Und du sollst das Wappen des Wissens besitzen, Izzy? Peinlich. Herzlich willkommen in der Spielzeugstadt. Amüsiert euch gut. Nein, das ist die Stadt des ewigen Anfangs. Die Spielzeugstadt ist da, wo unser Emo die Spielzeuge hat. Ach, da hat Mimi wohl auch Zeit, zum Friseur zu gehen und sich die Haare zu färben. Also, vorher war Mojiamon noch so ein richtiger Zwerg, aber jetzt ist plötzlich halb so groß wie Frigimon und das hat ihn vorher noch auf seiner Schulter getragen. Also, Warmon hat den Kindern eigentlich gesagt, dass sie wieder einsteigen sollen, weil er jetzt abtaucht. Aber hier sieht man, dass sie das nicht gemacht haben. Der hat die gerade gekillt. Warmon! Es war in diesem Moment, dass etwas in dem jungen Izzy erwacht ist. Er war von nun an dazu bestimmt, in Digimon Try ein Simp zu werden. Passt auf, ich kann ja verstehen, dass das im Deutschen nicht so viel Sinn macht, aber ich halte es einfach für eine Schande, dass Edmon bei uns nicht wie Elvis spricht. Ja, das ist etwas, was nur der englische Dub macht, aber seht euch das Ding an, das passt einfach zu gut. Die sind in der gesamten Serie immer auf der Suche nach etwas zu essen und es ist ein Wunder, wenn sie etwas finden. Aber wo hat Tai denn jetzt bitte schon diesen Hamburger her? Moment mal, die Kinder sind gerade alle gemeinsam einfach so in das Tor gerannt. Es gab keinen Grund. Aber genau das war die Falle von Etemon. Was wollten die da? Die marschierenden Fische können fliegen? Was sind das für Teile? My people need me. Ist euch klar, dass Joey als Zweiter sein Wappen nach Tai in Folge 16 erhält, aber Tsudomon erscheint das allererste Mal in Folge 36? Das sind 20 Folgen später und abgesehen von TK und Kari ist er der Letzte, der seine Ultra-Digitation überhaupt bekommt. Die haben den richtig hops genommen. Ich weiß echt nicht, ob das einfach nur an der Version der Serie liegt, die ich gucke, aber von Zeit zu Zeit treten an den Rändern so komische weiße Streifen auf, wenn das Bild mal wackelt. Würde mich echt interessieren, ob es beim Original genauso war und in der überarbeiteten Form der Serie noch vorhanden ist. Ich würde mich zu gern in ein riesen Togemon verwandeln, damit ich euch einen Schatten spenden kann. Palmon denkt darüber nach, zu Togemon zu digitieren, um den anderen Schatten zu spenden, aber warum tut es das nicht einfach? Ich meine, Togemon ist ein Kaktus, als ob die Hitze dem auch nur irgendwas ausmacht. Wieso war das Kokatorimon wie ein Mensch verkleidet? Die Kinder haben es doch nie in der Verkleidung gesehen. Mimis Wappen war in der Blüte eines riesigen Kaktus versteckt. Das ist
Eigentlich eine richtig coole Art, um auf die Diktation zu Lilimon anzuspielen. Ziemlich einfallsreich, um ehrlich zu sein. Wir können hier ganz genau sehen, dass Greymon an den Kindern vorbeiläuft, während sie sich vor Tyrannomon Flammen schützen. Und Greymon rennt in Richtung der Flammen. Aber dann sieht man, wie es Tyrannomon von hinten rammt. Hat das Ding die Flammen aus dem Arsch geschossen? Oh mein Gott, was ist mit Mets Gesicht passiert? Das sieht aus, als würde es schmelzen. Ikakumon wird gerade von Etemon verprügelt. Und was hat Joey dazu zu sagen? Gut so, Ikakumon! Bro, was macht er gut? Ein lebender Boxsack sein? Vorsicht, das ist eine Kopie! Was? Etemon hat eine Kopie von Sora hergestellt. Nein, das war Datamon. Etemon verprügelt gerade draußen euren Freund. Gut so, Ikakumon! Wisst ihr, diese 3D-Animationen zum Ultra-Level wirken an sich übelst veraltet. Aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass die nicht verdammt cool aussehen. Hey, soll ich für euch alle mal ganz kurz das Digimon-Franchise zerstören? Nach einem Interview mit dem Director der 21. Folge stellt dieser eine Liebesgeschichte zwischen Tai und Kari dar. Und im Japanischen wurden sogar einige Szenen auch anders vertont als bei uns, wodurch man auch merken kann, dass Kari hier nicht nur geschwisterliche Gefühle für Tai hat. Nicht nur das, es soll sogar eine Dreiecksbeziehung zwischen Kari, Koromon und Tai geben, da sich Kari als die Frau von Tai sieht, welche schon älter ist, und Koromon als das junge Ding sieht, welche ihr Tai ausspannen will, obwohl sie ihn ja schon länger kennt. Japan, wir zerstören alle Animes, die ihr liebt. Aber hey, guckt mal, im Fernseher ist einfach ein Bild von einem echten Affen. Haha, funny. Matt hat noch gesagt, dass er dich nicht mag, weil du eine Heulsuse bist. Wieso glaubt DK eigentlich auch nur irgendwas, was Demi Devimon ihm sagt? Er hat buchstäblich den Namen Devimon. Hallo? Das Digimon, gegen das Angemon gestorben ist? Hast du Kacke im Hirn? Aha, weißt du eigentlich, was du da machst? Weißt du das? Sowas nennt man Verleumdung, dafür kann ich dich anzeigen und vor Gericht bringen, willst du das? Willst du dich vor Gericht mit mir darüber streiten? Ach du Kacke, Demi Devimon ist Deutscher. Kein Wunder, dass er böse ist. Als Tai in der Menschenwelt war und mit Izzy geredet hat, war dieser als einziger zu sehen. Aber man sieht, dass Tentomon derjenige ist, der Izzys Laptop hat und Izzy nur von der Seite zusieht. Also hätte Tai Izzy entweder gar nicht oder zumindest hauptsächlich Tentomon und Izzy nur zum Teil sehen müssen. Wer zum Fick träumt bitteschön davon, einen riesigen Kristallscheißhaufen zu besitzen? Wisst ihr, ich habe nie verstanden, warum Kabuterimon zum roten und nicht zum blauen Mega-Kabuterimon digitiert. Beide existieren schon zu diesem Zeitpunkt und das blaue passt doch wesentlich besser zum Farbschema von Kabuterimon. Ja, das Rot passt besser zu Tentomon, aber das blaue Mega-Kabuterimon hat sogar noch rote Stellen, die Tentomon quasi als roten Kern repräsentieren könnten, mit Kabuterimons blauem Panzer herum. Dann wiederum ist das Mega von Tentomon Herkules Kabuterimon, das ist golden. Also ist die Farbe vielleicht auch einfach ziemlich egal. Sora hilft schon die ganze Zeit den anderen, weil sie weiß, dass Demi Devimon versucht dafür zu sorgen, dass sich ihre Wappen nicht aktivieren. Aber der einzige Grund, warum sie sich nicht zeigt, ist, weil sie durch Demi Devimon glaubt, dass sie keine Liebe in sich trägt? Das ist doch total widersprüchlich! Sie muss doch am besten wissen, dass Demi Devimon nur Müll labert! Warum ist in Animes eigentlich jeder Sport das krasseste überhaupt für die Charaktere? Ich meine, ich liebe Haikyuu wie jeder andere, aber Jesus! Das Mädel ist 10 und ihre Mannschaft hat ein Fußballspiel verloren. Damals haben wir alle, auch wenn wir im Verein waren, nur aus Spaß gespielt. Oder ging es auch damals schon für alle um Leben und Tod und ich bin hier der Doofe? Im Grunde genommen war es ihr ganz gleichgültig, ob wir gewonnen oder verloren haben. Sie hat mich nicht geliebt. Und Sora redet davon, dass sie ohne Liebe aufgewachsen ist, weil ihre Mutter sie nicht zum Fußballspiel gelassen hat, weil ihr Bein verletzt war. Und klar, als Kind denkt man die dümmsten Sachen. Aber die gesamte Serie sagen alle Kinder, dass sie nach Hause wollen und sie ihre Eltern vermissen. Aber dann kommt Sora und sagt, ich will zurück zu meiner Mutter, die mich nicht liebt und nie was für mich getan hat, außer mich aufzuziehen und zu füttern und all der andere Kram. Aber ich wurde nie geliebt. Wieso hat eigentlich nur Birdramon so eine langweilige Digitation zu Garudamon? Alle anderen haben eine richtig coole Animation und man sieht, wie das Ultralevel entsteht. Aber Birdramon wird von ein bisschen Feuer umhüllt und bam, Garudamon. Echt lame. Ich will eigentlich nicht gegen uns kämpfen, aber wir haben es leider eilig. Agumon will nicht gegen sich selbst kämpfen? Das ist mein Motorrad! Wer war das? Hast du es gewagt, mein Motorrad zu demolieren? Du spinnst wohl! Hat dieser Typ einfach gerade einen Mammutmon angeschrien, weil der sein Motorrad demoliert hat? Bro, renn um dein Leben! Da ist ein riesiges Mammut in der Innenstadt! Oder sind Japaner einfach schon durch Godzilla so sehr an riesige Monster gewöhnt, dass sie sowas komplett kalt lässt? Seht mal da unten! Wahnsinn! Och, sind die süß! Holy shit, das tun sie wirklich! Haha, ich sehe genau, was der Anime hier versucht. Als die Kinder über den 8. Digi-Ritter reden, schwenkt die Kamera auf die Hikari-Gaoka-Station. Und Karis japanischer Name lautet Hikari. Mir entgeht nichts, Anime! Also, dieser Typ hält nur wegen Sora und Mimi an und will die Jungs sogar rausschmeißen. Und dann gibt er den Mädchen sogar Süßigkeiten. Warum will jeder in der Serie Kinder abschleppen?
Eine Frau wollte sogar Matt mitnehmen. Wie kann es eigentlich sein, dass in Adventure O2 nicht bereits jeder über Digimon Bescheid weiß? Die kämpfen die ganze Zeit in der Stadt, jeder sieht riesige Monster umherlaufen, alle Nachrichten berichten darüber und nachdem Miotismon besiegt wurde, kann man sogar die Digi-Welt am Himmel sehen. Und es ist nicht so, als würden nur die Eltern der Digi-Ritter das sehen. Die sagen sogar, dass man die auf der gesamten Welt sehen kann. Absolut jeder sieht das. Wieso ist es inzwischen kein Allgemeinwissen? Dann bin ich zu Solomon digitiert und hörte auf zu warten. Mir ist noch nie aufgefallen, dass die hier Salamon im Anime Solomon nennen. Ich könnte schwören, dass das zumindest in O2 nicht der Fall ist, aber sicher bin ich mir nicht. Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich das jetzt nachgucken. Schade. Wo haben Biomon und Soras Mutter eigentlich das Bakemon-Kostüm her? Haben die den noch fix gemacht, bevor die losgegangen sind? Was sollte der Biomon-Spruch mit "Wir müssen uns beeilen! Sora schwebt in großer Gefahr!" So eilig hattest du es ja doch nicht. Diese Leute rasten alle aus, weil ihre Züge nicht fahren oder zu spät kommen. Die kennen eindeutig nicht die Deutsche Bahn. Ist euch klar, dass Tai eigentlich echt klein ist? Seine Haare sind einfach 90% seines Kopfes und ohne die ist er sogar kleiner als Sora. Der Typ macht einfach den Yugi. Oh Gott, und die Karkmon hat auch so eine langweilige Diktation zu Tsudomon. Warum haben einige so coole und andere so schlechte? Naja, vielleicht sollte ich es nicht in der Serie sagen, die dafür bekannt ist, so zwei Charakteren alle Digitationen der Sonne zu geben und die anderen kriegen einfach nichts. Die waren hier am Gewinn! Die hätten Matt und Sora vermutlich töten können! Und nur weil Kari sagt, dass sie das achte Kind ist, lassen sie sie gehen? Woher wollen sie wissen, dass sie nicht lügt? Und selbst wenn, die Kinder sind doch eine Gefahr für Miotismon. Macht sie fertig und ihr habt keine Probleme mehr. Vorher sagte Phantomon sogar noch, "Ich muss das achte Kind gar nicht mehr finden. Wenn ich euch töte, ist Miotismon auch zufrieden." Miotismon hat wirklich die dümmsten Handlanger überhaupt eingestellt. Ah, shit, ich hab reingeguckt. Warum zur Hölle spricht die Angemon mit der Stimme von Angewurmon? "Miotismon, für dein Handeln zeigst du also keinerlei Reue." Ich verstehe bis heute nicht, was mit der Digitationslinie von Gabumon los ist. Der geht von einem Zweibeiner zu einem Vierbeiner zu einem Zweibeiner zu einem Vierbeiner. So sehr ich mit Tiger Rurumon die gesamte Reihe auch liebe, und das ist tatsächlich auch mein Lieblingsmega von den Adventure-Kindern, muss ich echt sagen, dass Kreska Rurumon aus Digimon Adventure 2020 ehrlich gesagt besser gepasst hätte. Und wenn wir schon dabei sind, hasse ich es, dass nur Tai und Matt die Mega-Digation bekommen haben. Die anderen werden ab diesem Zeitpunkt teilweise total unnütz und sowas ist nie gut für eine Serie, vor allem weil bisher alle immer ihren Teil geleistet haben. Klar, in Try wurde das geändert und ich finde es auch sehr gut, dass die in 2020 alle ihre Megas bekommen haben, aber hier ist es leider trotzdem echt scheiße. Wow, gegen die sehe ich ja richtig schäbig aus, oder? Stimmt, da hast du recht. Was? Nanu, wer bist du denn? Ich bin Salamon. Ich wusste, dass die Salamon sagen. Was sollte dieses Solomon vorher? Das hier ist nebenbei nicht Scorpiumon. Das hier ist Scorpiumon. Dieses Digimon heißt Anomalocarimon. Aber ich kann verstehen, warum man sich dachte, den Namen vielleicht abzuändern. Der einzige Grund, warum die Digi-Ritter hier überleben, ist, weil Metall-Cidramon einfach ewig warte, das Haus anzuzünden. Sonst wären die Digi-Ritter nicht vorher aufgewacht. Klar, er wollte Joey und Mimi suchen, welche nicht in dem Haus waren. Aber dann erledige die übrigen doch trotzdem schon vorher. Dann wären 6 Digi-Ritter weg und ihr hättet gewonnen. Schon dämlich genug, dass wieder jeder der Meister der Dunkelheit einzeln gegen die Digi-Ritter ankämpft, anstatt wie am Anfang alle zusammen. Da hatten die nämlich haushoch gewonnen. Aber nein, man braucht ja einen Grund, warum die Helden nicht sofort ausgelöscht werden. Und da ist es einfach, sich einen dummen Grund aus dem Arsch zu ziehen, als sich eine logische Lösung für die Handlung zu überlegen. Planetenkraft! What the fuck? Nein, das ist nicht die Planetenkraft. Erst vergisst das eine Digimon seinen Namen und jetzt das andere den Namen seiner Attacke. Ich glaube, die haben alle Alzheimer. Und mein Gott, das muss einer der brutalsten Kills in ganz Digimon sein. Ich meine, Vorgrimmon durchbohrt mit Teil-Cidramon ja wirklich von Kopf bis zur Schwanzflosse. Sheesh. Du musst begreifen, dass nicht immer alles nur nach deinem Kopf gehen kann, dass du nicht irgendetwas anordnest und wir haben dir dann zu gehorchen. Vorher bei Miotismon noch sagen, Tai, du bist unser Anführer, wir legen unser Schicksal in deine Hände und werden dir folgen. Und jetzt, wenn er auch nur einmal sagt, dass sie sich nicht ausruhen können, weil sie die Meister der Dunkelheit besiegen müssen, kommt Pissmet wieder um die Ecke und meint, er könnte nicht einfach für die anderen entscheiden. Gut zu wissen, dass die all die Verantwortung nur dann abgeben, wenn es ihnen gerade passt. Und es illegal ist, seine Meinung zu äußern, wenn das nicht die gleiche wie von Matt ist. Da dieser einen sonst immer wieder anschreit, wie die kleine Diva, die er nun mal ist. Ich habe mit euch allen zusammengekämpft, hast du das vergessen? War ich etwa eine Last für dich? War ich vielleicht so schwach, dass ihr mich die ganze Zeit beschützen musstet? Bin ich ein Baby, um das man sich Sorgen machen muss? Warum ist er nur so aggressiv? Ja, ich frage mich echt, wo die Kate das nur herhaben könnte.
Schießt Kiwimon seine Babys aus dem Mund, um den Gegner anzugreifen? Ist er mit Börde verwandt? Stellt euch vor, dass ihr einfach angepisst seid, weil alle anderen eine Charakterentwicklung durchmachen, außer man selbst. Würde mir echt stinken, mich dann immer noch als Erwachsener gleich zu verhalten. Okay, ich verspreche, das war jetzt auch der letzte Front gegen Matt. Kann auch nichts dafür, dass diese Folgen ihn in den Fokus stellen und er mich echt nervt. Hat das Viech echt gedacht, dass es mit Kacke gegen eine Atomrakete gewinnen kann? Wo kommen diese Laseraugen von Metagarurumon her? Die nutzt es nie wieder in der gesamten Serie. Ihr habt ohne Erlaubnis mein Haus betreten. Das ist Hausfriedensbruch. Ich werde euch anzeigen. Wow, es gibt echt viele deutsche Digimon in der Digi-Welt. Dann ist es also ein Soldat der großen imperialen Metallarmee. Woher kennt Sora eigentlich den Namen der Armee? Den hat niemand vor ihr gesagt. Warum kriegt Andromon eigentlich als einziges Digimon noch einen Eintrag im Digimon Analyzer? Alle anderen Digimon, die wir zuvor schon mal gesehen haben, haben das nicht bekommen. Ich muss halt echt sagen, dass der Kampf gegen Maschinenramon der absolut langweiligste von allen Meistern der Dunkelheit ist. Dieses Digimon ist so ikonisch, auch weil es der Endboss in Digimon World war. Und was ist passiert? Oh, Wargreymon erscheint und one-shottet ihn. Vor allem ist es im Deutschen total unverständlich, weil nicht gesagt wird, dass Wargreymon mit seinem Dramon-Killern einen Vorteil gegen alle Digimon mit Dramon im Namen hat. Die meinten gegen Metall-Sidramon nur, hey, deine Waffen sind aus dem gleichen Material, also kannst du gegen Metall-Sidramons Legierung ankommen. Der ist dann aufgetaucht und wurde 2 Minuten später getötet. Das ist so eine Verschwendung für so ein cooles Digimon. Freut mich, euch zu sehen. Oh je. Ganz schön widerliches Digimon, oder? Was für ein Digimon ist das? Sind Sora und Kari angepisst, weil Lady Devimon große Brüste hat? Oder worauf genau spielen die hier an? Jetzt hat Metagarurumon auch noch einen Nasenhaarlaser? Kann der irgendwie aus jeder Körperöffnung einen Laser abfeuern? Da will ich gar nicht wissen, was der noch abfeuern kann. Ich hasse es nebenbei, wenn Animes, nachdem die Gegner besiegt wurden, sagen, hoho, verarscht, es gibt eigentlich noch einen komplett anderen Gegner, von dem ihr und auch der Zuschauer nichts wussten. Denn so interessant das Design und die Geschichte um Apokalimon noch ist, es kommt komplett aus dem Nichts und wir als Zuschauer haben keine Verbindung dazu. Wenn man wenigstens vorher gewusst hätte, dass es noch irgendjemanden gibt, den die Meister der Dunkelheit dienen oder man irgendeinen Hinweis im Laufe der Serie bekommen hätte, wäre das noch okay gewesen, wie es auch bei Miyotismon O2 der Fall ist. Das war ein guter Plot-Twist, wo man allerdings bereits wusste, dass hinter Oikawa noch mehr steckt. Aber so ist es halt da und als Gegner ist es mir dadurch extrem egal. Ja, Apokalimon ist die Verkörperung der Dunkelheit, um die es die ganze Zeit in der Serie ging, aber das ist einfach zu vage. Die Gegner wollen die Welt in Dunkelheit tauchen und das ist ein allgemeines Konzept. Das reicht mir nicht, um am Ende zu sagen, aha, seht ihr, ihr habt eine Verbindung mit dem Bösewicht, weil das Böse selbst ist. Das ist langweilig. Apokalimon nutzt die Angriffe alter Gegner, aber halt komplett falsch. Den Powerfluss von Metall-Sidramon nennt er Lichtspeer. Und die Peitsche von Miyotismon nennt er Powerfluss. Da hat wohl jemand beim Synchronisieren nicht richtig aufgepasst. Was ist jetzt eigentlich mit der Zeitverschiebung zwischen der echten und der Digi-Welt? Die Eltern sind noch genau an der gleichen Stelle, zur gleichen Zeit, wie als die Kinder in die Digi-Welt gegangen sind, weil die Zeit bei denen langsamer vergeht. Aber jetzt können sie den Kindern live im Kampf gegen Apokalimon zusehen, welcher der Grund für die Zeitverschiebung ist? Die Szene ist cool und so. Trotzdem unlogisch. Hey yo, falls ihr bis hierhin gekommen seid, erstmal vielen lieben Dank dafür, dass ihr ein viel zu langes Video darüber geguckt habt, wie ein Typ sich über einen 20 Jahre alten Anime aufregt. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.